Hallo, ich melde mich auch mal wieder. Ich werde eine Reihe anfangen, wo ich die Geschichte meiner Tiere mal vorstellen werde. Ich werde heute mit Titi anfangen, weil sie ja mein erstes auf dem Kanal bekanntes Chinchilla war. Ich habe hier noch mein Laptop stehen mit Braillezähne, also bitte nicht wundern, wenn es mal rasseln oder quatschen sollte, ein bisschen im Hintergrund. Das ist nur mein Laptop, mit dem ich mich durch das Dokument suche, um euch halt alles richtig zu sagen. Ich hatte vorher schon einen Seppel, aber den kennt ihr ja nicht. Also, ja, fange ich mit Titi an. Titi ist am 14.07.2014 wahrscheinlich geboren. Genau weiß ich es gar nicht, es ist eher so geschätzt, weil ich das Alter hatte und mehr nicht. Sie wurde schon mit spätestens, das weiß ich gar nicht genau, 13 Monaten schwanger, was für ein Chinchilla viel zu früh ist. Egal, für viele Tiere ist das viel zu früh. Ja, sie lebte halt auch leider nicht gut. Sie bekam bei dem Wurf, den sie mit 13 Monaten hatte, Tweety, also eines ihrer Töchter, ich weiß nicht wie viele Kinder sie hatte in den Würfel oder in den Wurf. Ich weiß nur eins, damit sie mit Tweety zusammengelebt hatte, noch länger. Wie schon gesagt, sie lebte dort in sehr schlechten Verhältnissen. Als ich sie zu mir holte, kannte sie kein Sandbad, sie kannte kein artgerechtes Futter und sie kannte keine Kräuter, Blätter, Blüten, sonst was. Ja. In dieser Familie, wo sie vorher wohnte, wurde sie leider nicht nur sie und ihre Mit-Chinchillas am Schwanz gezogen, was für ein Chinchilla das Todesurteil sein kann. Zum Glück hat es Titi überlebt, weil ihr ist plus eins zurückgeblieben, nämlich damit sie einen sehr schlechten Gleichgewichtssinn hat und ihr Schwanz nicht richtig bewegen kann. Der hängt häufig so hinten nur runter und schleift sie manchmal nur hinterher. Weil eigentlich können Chinchillas sie so richtig schön kriegeln zum Zeh. Das kann sie aber nicht, weil der halt kaputt ist. Durch dieses Schwanzziehen hat sie auch Tweety verloren. Tweety ist ihre Tochter, mit der sie bei mir eingezogen ist. Und die Tochter wurde leider ein wenig zu häufig und zu derb am Schwanz gezogen und ist dadurch leider verstorben. Ich hätte auch lieber noch ein schönes Zuhause gegeben, aber ja, es ist halt leider so passiert, wie es passiert ist. Am 24.07.2016, also letztes Jahr, sind die beiden bei mir eingezogen. Ich habe sie dort aus dieser fast Hölle geholt und ich habe gesehen, wie diejenige ihre Tiere behandelt hat bei der Übergabe und ich fand es nicht schön. Ich habe es aber nicht kommentiert, meine Eltern auch nicht. Ja. Sie saß dann nachher alleine, nachdem Tweety gestorben ist. Ja, weil ich wollte sie nicht sofort wieder vergesellschaften, weil ich aber auch ein passendes Baby finden musste. Weil ich wollte ihr gerne einen neuen Spielkameraden geben, der so alt ungefähr ist, wie Tweety war. So damit sie halt den Kindersatz hat, weil wenn man als Mutter sein Kind verliert, ist das ein Scheißgefühl. Und dann habe ich gedacht, okay, dann holst du ihr so einen kleinen Kindersatz, indem du ihr halt wieder ein Baby holst. Und dann hat sie halt Hope kennengelernt. Zu Hope wird noch ein anderes Video kommen, die werde ich jetzt nicht vorstellen. Und die beiden haben sich anfangs super verstanden, wirklich super gut. Aber Titi wurde leider ein wenig futterneidisch. Ja, kann nicht die Vergangenheit mit sein, weil sie halt auch keine richtige Körpersprache zeichnen kann. Meine Kleine und ja, dann ist es erstens ein bisschen anfangs in die Hose gegangen, aber mittlerweile sitzen die beide quietschvergnügt in einem Gehege
Und sie kuschelt miteinander. Das hat alles super geklappt, die Vergesellschaftung. Und ich bin irgendwie auch ein bisschen stolz auf mich, damit ich das so geschafft habe. Als Blinder, weil, ja, ich kann halt diese Körpersprache des Stillers nicht deuten. Ich kann nur nach den Fieblauten gehen oder muss halt dann Hilfe von meiner Mutti holen. Aber ich habe es trotzdem, damit ich die Körpersprache nicht sehen kann bei den Tieren, habe ich es eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Mittlerweile, wie ich schon gesagt habe, lebt sie zusammen mit Hope in einem Gehege. Und die beiden werden bald in ein größeres umziehen, so damit sie auch viel, viel mehr Platz haben und sich endlich austoben können, auch im Gehege. Weil außerhalb des Geheges machen sie es sehr gerne. Ich hoffe natürlich, damit Chi-Chi noch ein schönes weiteres Leben hat. Bei mir muss sie keine Kinder bekommen. Sie wird nicht zur Zucht eingesetzt, weil das will ich ihr nicht nochmal antun. Und ich würde allgemein die Tiere nicht züchten, weil es gibt so viele, die ein Zuhause suchen, die in Tierheimen sitzen oder ähnlichem. Und da sollte man diese Tiere auch mal eine Chance geben. Ja, ich hoffe, euch hat der erste Teil der Geschichtenserie gefallen. Und den nächsten Teil wird es dann um Hope gehen. Und die kleine Süße in das Zwergchen-Chill-Haus. Anführungsstriche, weil sie halt so klein ist. Chichi ist halt viel größer und mein Seppel war damals auch größer. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.